Moin Leute, was geht? Mein Name ist IdoGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von GTA 5 heute mal. Der Singleplayer mitten im Regen. So, heute mein Video, mein Thema ist heute negative Seiten eines YouTubers und der Verdienst eines YouTubers. Was vielen YouTubern gar nicht klar ist, die in kurzer Zeit relativ erfolgreich wurden, Geld zurückzulegen. Aber fangen wir nochmal von vorne an. Wie ihr alle wisst, kann man mit YouTube Geld verdienen. Ich verdiene mit YouTube auch Geld. Das sind wirklich kleinste Beträge. Darf natürlich nicht erzählen, was ich verdiene. Es ist so. Ich habe mich bei AdSense angemeldet und bin nun AdSense oder besser gesagt YouTube-Partner. Ja. Das heißt, bei meinen Videos erscheint Werbung. Und wenn diese Werbung geklickt wird, bekomme ich einen bestimmten Betrag auf ein virtuelles Konto. Und wenn die, wenn die Summe 70 Euro erreicht ist, bekomme ich dieses Geld auf mein normales Giro-Sparkassenkonto überwiesen. So läuft das. Natürlich wollen viele kleine YouTuber, die vielleicht nur Taschengeld bekommen, keine Lust haben auf Ferienjobs, mit YouTube Geld verdienen. Ist alles legitim, wenn die Videos natürlich auch dementsprechend sind, der YouTuber Spaß an seinen Videos hat und vielleicht vorne dran ein bisschen Werbung macht, ist das alles wunderbar. Aber ja, jetzt ist es auf jeden Fall so, dass viele natürlich unglaublich reich werden wollen mit YouTube. Das ist totaler Quatsch. Oder besser gesagt, am besten noch YouTube-Star. Es gibt viele kleine YouTube-Kanäle, die von anderen großen YouTubern gepusht wurden. Und diese YouTuber wurden in einer kurzen Zeit enorm groß. Das bedeutet, dass diese YouTuber, die vorher klein waren und von großen YouTubern gepusht wurden, sehr viel Geld verdient haben mit Werbung. Also die kleinen YouTuber, die kaum Klicks hatten, und dann kommt plötzlich ein großer YouTuber, der pusht die und dann steigt sein YouTube-Money. Das Problem ist, und das ist das Problem auch bei großen YouTubern, sie zählen irgendwann mal ab einer bestimmten Schwelle als Topverdiener. So, Topverdiener kann ich euch alle nennen. Ungespielt, Dena, Kronk, Saraza, Commander Krieger, ich denke auch Yorgo the Beast oder wie der heißt, Elodrix, gehören alle zu dieser Liga Topverdiener. Das bedeutet, diese YouTuber, jetzt pass auf, müssen 48% ihrer Einnahmen, die sie mit AdSense eingenommen haben, dem deutschen Staat bezahlen. Das heißt, ein Elodrix, wie viel Aufrufe hat Elodrix? Ich bin mir nicht genau sicher. Naja, auf jeden Fall. Ein YouTube-Kanal mit 100 Millionen Views, dafür braucht ihr einen YouTuber circa 2-3 Jahre, verdient 100.000 Views und nehmen wir einfach mal eine erfundene Zahl, 100.000 Euro. 100 Millionen Views gleich 100.000 Euro. So. Ist ein bisschen hochgerechnet, ich weiß, aber damit kann man es besser, könnt ihr es euch besser vorstellen. Das heißt, dieser YouTuber muss 48.000 Euro Steuern bezahlen. Nehmt mal an, ihr nehmt mit YouTube 1.000 Euro ein. Ihr müsst ca. 480 Euro dem deutschen Staat geben an Steuern. Ne? Und der deutsche Staat möchte dieses Geld. Und wenn ihr dieses Geld nicht mehr habt, weil ihr euer Geld einfach verballert habt, dann habt ihr nämlich ein riesiges Problem. Weil dann könnt ihr natürlich in den Knast wandern. Euer YouTube-Kanal könnt ihr sowieso vergessen. Ja, also das Ende von eurem Leben. So. 48%, das ist natürlich schon eine riesige Zahl, die hat es in sich. Das heißt, mit YouTube Millionär zu werden, kann man machen, kann man sogar werden. Aber dann kommt der deutsche Staat und frisst dir nimmt dir 48% der Einnahmen.
Ne? Das ist schon krass. Ne? Ein YouTuber, der vielleicht 2 Millionen Views hat. Ne? Ja. Der muss die Hälfte seiner Einnahmen abgeben. Das heißt, diese großen YouTuber haben zwar ein dickes Bankkonto, aber wissen, dass sie natürlich nur die Hälfte behalten dürfen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt einfach mal ein bisschen anders. Umso größer ihr werdet, umso näher rückt ihr natürlich auch an diese Grenze Topverdiener. Und dann wird euer YouTube-Money aufgefressen, und zwar vom deutschen Staat. Ne? Oh. So. Jetzt noch natürlich zu den negativen Seiten von YouTube. Man wird überall erkannt. Diese YouTube-Stars sind einer enormen Öffentlichkeit ausgesetzt. Das bedeutet, die Abonnenten sind dann auch bei dir vor der Haustür. Der einzigste Rückzugsort von einem Menschen ist im Arsch. Ne? Die Abonnenten sind dann vor deiner Tür. Stell dir mal gerade vor, du schaust mal ein Video an und vor dir, vor deiner Zimmertür oder vor deinem Zimmer klopft es plötzlich oder an deiner Haustür klingelt es gerade. Oder du machst dieses Video jetzt mal auf stumm und plötzlich hörst du, oh hey, moin moin, und da draußen sind schon die Abonnenten. Also du musst mit allen Konsequenzen leben, die ein Star hat. Mit allen, mit wirklich allen. Viele YouTuber sagen, dass sie es cool finden, diese Öffentlichkeit und alles. Ich glaube, dass es eher eine Lüge ist, da ich auch schon in Real Life erkannt wurde. Und dass mir wirklich auch eine bestimmte, ja, es macht mir auch ein bisschen Angst, wie schnell es eigentlich auf YouTube geht, erkannt zu werden. Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu Steuern oder zu YouTube, wie ihr Geld verdienen könnt, oder könnt ihr mir das gerne schreiben. Aber natürlich nur, wenn du nicht... es gibt viele YouTuber, die enorm geldgeil sind. Ich will diese YouTuber jetzt auch nicht nennen. Werdet auf jeden Fall niemals so zu diesem YouTuber. Das Geld, was du damit verdienst mit YouTube, kannst du deinen Abonnenten geben, indem du Gewinnspiele veranstaltest oder mit dem Geld vielleicht eine neue 3-Monats-Abo-Karte kaufst. Für das müsste es reichen. Bei mir ist es so zum Beispiel, ich habe jetzt auch mal für einen Urlaub gespart ein bisschen. Also ich habe mein komplettes YouTube-Money noch. Das heißt, ich habe mein YouTube-Money noch gar nicht angerührt. Ich habe das in einem Briefumschlag bei mir, was ich dann mal für einen Urlaub verwende. So. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Und bis dann. Ciao.